Liebe Eltern, wenn ich schreibe, es geht mir gut, mache ich mir nicht selber Mut, sondern sage euch die Wahrheit, die hiermit zur weiteren Klarheit in 10 Skizzen festgehalten, die da zeigen mein täglich Walten. Glaubt ihr mir nun, wenn ich euch schreibe, dass ich noch keine Trauer weide und dass für meinen Lebensmut ihr euch nicht Sorgen brauchen tut? Ein Wunsch bleibt so nur noch im Schweben. Ein schönes, frohes Wiedersehen. Herbert Eichholzer war nicht nur Architekt, sicher einer der profiliertesten der Zwischenkriegszeit in Österreich, sondern er war darüber hinaus eine sehr charismatische Persönlichkeit. Für ihn ist Architektur ein Bekenntnis gewesen. Eichholzer war eine sehr vielfältige Persönlichkeit, sehr ambivalent. Er war sehr emotional, er hat auch Emotionen ausgelöst. Er war sehr begeisterungsfähig, er war enthusiastisch. Er war bereit, für seine Projekte zu kämpfen. Und er war ein sehr geschickter und sehr kluger Mensch. Ja. Herbert Eichholzer wird am 31. Jänner 1903 in Graz geboren. Die Grundlage für seine soziale Weltanschauung und künstlerische Ambition bildet sein Studium an der Technischen Hochschule in Graz. Sie gilt als traditionelle Ausbildungsstätte für Architekten und spiegelt in den 1920er Jahren den gesellschaftlichen Konflikt zwischen Traditionalismus und Moderne wider. Von besonderer Bedeutung für Eichholzers spätere Entwicklung ist der Unterricht von Professor Friedrich Zotter. Der Unterricht von Zotter hat den Studierenden eigentlich einen weltoffenen Blick vermittelt. Gleichzeitig natürlich auch der Bezug zur damals klassischen Moderne, sprich Courvoisier und den Tendenzen. Also die offene Welt war eigentlich eine wesentliche Voraussetzung. Eichholzer hat schon in dieser Zeit viele diese Anregungen aufgegriffen und man sieht das auch in seinen Studentenarbeiten, dass er schon unter diesem internationalen Einfluss gestanden hat. Kunst hat keine Eigengesetzlichkeit. Sie lebt in den Gesetzen des Seins, wie die Welt des Atoms, wie das Werden einer Blüte, wie die Gemeinschaft eines Volkes, aus der sie kommt, auf die sie zurückstrahlt. Gilt aber für den künstlerischen Ausdruck ein Gesetz, so muss dieses auch für alles das gelten, woraus es sich formt. Für die gesamte Kultur und mit ihr, über das Leben der Gemeinschaft, für jeden Einzelnen, also auch für mich. Wir stehen am Vorabend einer Revolution von größter Tragweite. Bedingt durch die jedes Maß übersteigende soziale Ungerechtigkeit. Im Moment sehe ich jedoch weder einen Weg noch ein konkretes Ziel, nur dass mein Schaffen als Architekt diesem Neuen verbunden ist. Dessen bin ich mir zutiefst bewusst. Herbert Eichholzer war schon während seines Studiums sehr aufgeschlossen, sehr interessiert, hat einige Reisen unternommen, gemeinsam mit Freunden. Und diese Reisen haben ihn durch Europa geführt, aber auch bis in die Türkei und sogar nach Abessinien, Eritrea. Eichholzer war auch selbst sehr sprachbegabt. Er hat 7 Fremdsprachen gesprochen. Und diese große Wendigkeit und dieses große Interesse für das Andere, für das Neue und Unbekannte, das zeigt sich auch in seinem Werk. Und er hat in seinem Studium und dann auch auf seinen Reisen und bei seinen Praktika eine ganz neue Welt kennengelernt. Eine Gesellschaft, die sich verändert hat, gerade in den 20er Jahren. Und er wollte dieser Gesellschaft in der Architektur Ausdruck geben.
Nach seinem Studium geht Eichholzer nach Paris, um ein Praktikum im Büro des bereits damals höchst renommierten Architekten Le Corbusier zu absolvieren. Viele von Eichholzers späteren Arbeiten sind deutlich von den Werken Le Corbusiers inspiriert. Der Einfluss von Le Corbusier auf das Werk von Herbert Eichholzer zeigt sich erst in den darauffolgenden Jahren. Man sieht es zunächst einmal an seinen grafischen Gestaltungen, also an seinen Plänen und Entwurfsmodellen, wo man in der Typografie Einflüsse von Le Corbusier schon sieht. Und später dann zeigt sich das an Architekturelementen wie etwa der freiliegenden Außenstiege an Häusern, also etwas ganz Neues im österreichischen Kontext. Trotz der schwierigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse realisiert Eichholzer in den 30er Jahren eine Reihe von Bauten. Durch sie kann er sich bald einen Ruf als Vertreter des internationalen Bauens erwerben. In mehreren Arbeitsgemeinschaften mit Kollegen wird Eichholzers Handschrift erkennbar. Während eines Aufenthalts in Moskau entsteht der Entwurf eines bemerkenswerten Gemeinschaftswohnbaus. Das Thema: kollektives Wohnen. In diesen Bauten war es ihm möglich, seine architektonischen Gedanken auszudrücken. Diese Offenheit und Freiheit auch in baulichen Formen zu realisieren. Die Leichtigkeit, die Lichtdurchlässigkeit, die Klarheit. Unter Eichholzers Bauten in Graz sind ab Anfang der 30er Jahre einige ganz außergewöhnliche dabei, die auch durchaus im internationalen Kontext bestehen können. Die zwei Würfelbauten Pisto und Ferner beispielsweise, die er gemeinsam mit Rudolf Nowotny, seinem damaligen Partner, gebaut hat, sind zwei sehr kleine Häuser, in denen er aber schon das Prinzip der Serialität ausprobiert, also zwei identische Gebäude. Ein weiterer wichtiger Bau ist das Haus Lind in Graz, das Eichholzer 1935 gemeinsam mit seinem damaligen Büropartner Viktor Badl errichtet. Besonders bemerkenswert ist es, dass zur selben Zeit eigentlich auf diesem Grundstück, nur ein paar Meter voneinander entfernt, zwei Häuser gebaut wurden, die unterschiedlicher ja nicht sein können. Nämlich das eine im Heimatschutzstil, mit vorhandenem Baumaterial, damals war es eben Holz für die Steiermark, mit Läden, mit einem extrem steilen Dach, das sozusagen behütet und beschützt. Das andere von Herbert Eichholzer im internationalen Stil, vielleicht an einen Ozeandampfer angelehnt, mit großen Freiflächen, mit großzügigem Grundriss, alles in Weiß gehalten, also stark beeinflusst von der klassischen Moderne, wie wir sie heute nennen. Herbert Eichholzer hat für fast alle Eigentümer von Gebäuden, die er entworfen hat, auch die komplette Innenausstattung geschaffen. Mit Möblierung, mit Lampen, die er entworfen hat, mit den Stoffen, die er ausgewählt hat. Und da war ihm eigentlich immer wichtig, dass man sich in diesen Wohnungen und auch in diesen Möbeln wohlfühlt, dass sie bequem zu sitzen sind. Also er wollte da eigentlich, glaube ich, eine fröhliche, heitere Stimmung immer wieder auch vermitteln in seinen Häusern. Eichholzer verwirklicht seine Vorstellungen vom modernen Wohnen vor allem in Einfamilienhäusern. Die privaten Bauherren bringen dem jungen Architekten das nötige Vertrauen entgegen. Manche von ihnen sind mit ihm befreundet. Eichholzers größere Projekte dagegen sind oft nie über die Planungsphase hinausgekommen. Grund dafür ist die schlechte Wirtschaftslage in der Zwischenkriegszeit. Er hat nur einen größeren öffentlichen Auftrag bekommen. Das war 1929 ein Arbeiterwohnhaus in Judenburg. Das war also ein sozialer Wohnbau. Judenburg war also natürlich durch die Industrie und so weiter, dementsprechend hat es sehr viele Sozialdemokraten gegeben. Ja. Aber es hat eben sehr heftige Auseinandersetzungen gegeben, sowohl was also den sozialen Wohnbau anbelangt, als auch was den modernen Stil anbelangt. Und dass sich das da sozusagen um einen jüdischen Stil handeln würde, dass das Flachdach nicht für die hiesige Gegend geeignet ist, ja, dass das quasi also aus dem Orient importiert wird und dergleichen mehr. Die Architektur der Moderne
ist natürlich im Widerstand gestanden zu den Konventionen, die damals auch gegolten haben. Und das auch der Grund war, dass ihm große Aufträge entgangen sind, weil er sich nicht dem widmen wollte. Mit dem Anschluss an das Deutsche Reich findet Eichholzers Schaffen als Architekt in Österreich ein frühes Ende. Der Stil des internationalen Neuen Bauens deckt sich nicht mit den Architekturvorstellungen der Nationalsozialisten. Aus Angst vor Verfolgung flieht Eichholzer 1938 nach Paris. Wir erleben die revolutionärste Zeit, seitdem Geschichte geschrieben wird. Ich glaube, zu denen zu gehören, die darum wissen. Die auch diesen Krieg voraussahen, der die ganze Welt erschüttern muss. Der Krieg des Morgen gegen das Gestern. Den Krieg um den Sozialismus. Was bisher nur Gefühl, hat nun seinen festen Unterbau im Bewusstsein gefunden. Eine neue, alles umfassende Idee drängt zum Licht. Die Idee des Sozialismus. Der Weg aus dem Chaos zurück zur Gemeinschaft, die wir vor Tausenden von Jahren verlassen haben. Unverrückbar liegt in mir der Glaube an diese neue Welt. Sie wird wieder menschliche Not auf das von der Natur gezogene Mindestmaß begrenzen. Für dieses Ziel mag es auch erst nach Generationen, nach harter Aufbauarbeit erreicht werden, habe ich meinen Teil beigetragen und will es auch weiter tun. 6 Monate nach seiner Flucht nach Paris geht Eichholzer in die Türkei, um im Büro eines Freundes, des Architekten Clemens Holzmeister, zu arbeiten. Nachdem Herbert Eichholzer nach Istanbul ins Exil gegangen ist, beziehungsweise zu Clemens Holzmeister, der dort Regierungsaufträge hat, bildet sich so eine Gruppe von Personen, die Gegner des Nationalsozialismus sind, die sich dort treffen. Und Herbert Eichholzer wird so ein bisschen so der Mittelpunkt dieser Szene. Margarete Schütte-Lihotzky, eine andere Architektin, die dann später mit ihm in Österreich auch im Widerstand ist, berichtet recht ausführlich über diese Aktivitäten von Herbert Eichholzer. Bereits 1940 kehrt Eichholzer wieder nach Graz zurück. Er will mit internationaler Hilfe die mittlerweile zersprengte kommunistische Widerstandsbewegung neu organisieren. Also nachdem Herbert Eichholzer hierher zurückgekehrt ist nach Graz, knüpft er Kontakte in die Umgebungsgemeinden von Graz und eben auch dorthin wieder zurück, wo er schon in den 30er Jahren immer wieder gewesen ist, in Brenning, nördlich von Graz. In Brenning findet Eichholzer wichtigen politischen und sozialen Rückhalt für seine Arbeit am Aufbau des Widerstandsnetzes. Besondere Unterstützung erhält er dabei von den Mitgliedern des Brenninger Kreises. Also der Brenninger Kreis war eine Gruppe von Intellektuellen. Ja, das waren Herbert Eichholzer, Architekt, ja, Kurt Neumann, ein Journalist der Sozialdemokratischen Tageszeitung, der Axel Leskoschek, ein Maler und Kulturredakteur der gleichen Zeitung, ja, Anna-Lilia Braun, eine Architektin und Lebensgefährtin von Herbert Eichholzer. Die haben sich hier getroffen bereits in der Zeit vor 1934 und haben während der Zeit des Ständestaates und dann später auch während des Nationalsozialismus Widerstand geleistet gegen die Diktatur, ja, haben gekämpft für Freiheit, für Humanität und für internationale Solidarität. Das heißt, sie haben ihr linkes Gedankengut, ja, auch in dieser Zeit vertreten. Als Treffpunkt der Widerstandskämpfer dient das Haus der industriellen Familie Feuerlöscher. Sie standen schon früher der Arbeiterbewegung nahe und fühlen sich während der NS-Zeit den kommunistischen Zellen verbunden. Da sie für die Rüstungsindustrie als Zulieferer tätig sind, bleiben sie von der Verfolgung durch die Nationalsozialisten verschont. Man konnte hier also auch die Wochenenden verbringen, ja. Es sind hier Wanderungen gemacht worden und es hat sich also unter diesen Besuchern in diesem Brenninger Kreis ja eine sehr interessante Atmosphäre entwickelt. Also jenseits einer Familie ein Verhältnis zu Menschen, zu einem Freundeskreis, ja, wo man sich eigentlich brüderlich und schwesterlich, ja, entgegengekommen ist.
Gemeinsam mit seinen Mitstreitern verfasst Eichholzer unter anderem ein Flugblatt gegen die systematische Ermordung von Menschen mit geistiger Behinderung durch das NS-Regime. Es sollte das einzige Schriftstück dieser Art im Deutschen Reich sein. In Steinhof in Wien, das seinerzeit von der Gemeinde Wien für Nervenkranke erbaut worden war und wo sich 6000 Kranke befanden, brachten die Nazis einen neuen Beweis für die Menschlichkeit. Findig, wie sie sind, entdeckten sie, dass die armen Geisteskranken nichts für den hitlerschen Krieg tun, sondern nur von den angeblich für 3 Jahre aufgespeicherten Lebensmittelmengen essen. Im Dritten Reich ist ein solcher Mensch, wenn er auch ein kranker Mensch ist, ein Volksschädling. Ihr Nazi! Die anständigen Leute werden sich die Schandtaten merken. Vielleicht wird auch euer Hitler, den ihr vor März 1938 in Vorausahnung schon auf die Außenseite der Feldhofmauer gemalt habt, in Steinhof aber innerhalb der Mauer landen. Wir werden wissen, was mit ihm und seinen Helfershelfern zu geschehen hat. Die Zeit ist nicht mehr fern. Kein anständiger Mensch kann mehr in dieser Partei bleiben, die kaltblütig und überlegt kranke und alte Leute mordet. Im Sommer 1940 geschieht Merkwürdiges. Eichholzer meldet sich freiwillig für den Einsatz an der Front. Was er sich dabei erhofft hat, ob das ein Auftrag der Partei gewesen ist, dort tätig zu werden, weiß man nicht. Eine Möglichkeit ist natürlich tatsächlich, dass er dort versucht hat, im Widerstand aktiv zu werden. Zumal, das muss man auch noch sehen, er gehofft hat, wenn er als Architekt hierher kommt, wieder Arbeit bekommt. Das passiert ja nicht. Er hat keine Arbeit hier in Graz. Und vielleicht war einer der Überlegungen zu sagen, dann gehe ich einmal zum Militär. Er ist als Übersetzer dorthin gegangen, nachdem er 5 oder 6 Sprachen kann. Er hat gedacht, vielleicht kann er da was machen. Womöglich wollte er sich mit seinem Eintritt in den Kriegsdienst auch nur der drohenden Verhaftung durch das Regime entziehen? Vergeblich. Am 7. Februar 1941 wird Eichholzer verhaftet. Ein Gestapo-Spitzel hatte ihn verraten. Seine Bemühungen, einen zentralen kommunistischen Verbindungsapparat aufzubauen, sind ihm zum Verhängnis geworden. Nachdem diese ganze Struktur aufgezeichnet war, ja, quasi ein Organigramm, ja, wie die Verbindungsleute sind, wo die sitzen, mit welchen Tarnnamen und so weiter, ist das Ganze zur Leitung der Auslands-KPÖ in Tschechien gekommen. Und dort war die Nummer 2 ein Spitzel der Gestapo. Eichholzer kannte den Spitzel persönlich und berichtete ihm regelmäßig über seine Tätigkeit im Widerstand. Er berichtet über die Kontakte, die er geknüpft hat, über die Personen, die er getroffen hat und, und. Ja, nachdem mehrere hundert Personen im Februar 1941 verhaftet wurden, versucht die Oberstaatsanwaltschaft natürlich zu schauen, was für Delikte kann man denen vorwerfen. Das ist natürlich Vorbereitung zum Hochverrat. Das gibt er alles wortwörtlich zu und das ist dann auch letztendlich das, was für die Anklage auch reicht. Man braucht gar nicht einmal den Spitzel zu belasten. Eichholzer wird in das Militärgefängnis nach Wien überstellt. Während seiner Haft verfasst er die Verteidigungsschrift »Mein Weg«. Darin erklärt er den Richtern die Gründe für sein politisches Handeln. Meine Handlungsweise kann, wenn auch nicht entschuldbar, so doch wenigstens verständlich gemacht werden, wenn mir die Möglichkeit gegeben ist, meinen Richtern auch den Weg zu zeigen, den ich in all den Jahren gegangen bin. Mein Ziel war es, Anschluss an die fortschrittlichen Kreise im Nationalsozialismus zu suchen, sie mit meinen Gedankengängen bekannt zu machen und mit ihnen für eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit Russland einzutreten. Gleichzeitig versuchte ich, der am falschen Platz verharrenden Arbeiterschaft zu zeigen, dass dieser Krieg ein revolutionärer Krieg, dass es ihr Krieg sei und dass der Weltimperialismus nur mit den fortschrittlichen Elementen des Nationalsozialismus zu schlagen und ein baldiger Friede zu erlangen sei.
Die Verteidigungsschrift Mein Weg, die Herbert Eichholzer während seiner Haft verfasst hat, ist meiner Einschätzung nach ein Versuch, in einer verzweifelten Lage den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Man kann aber sicher nicht davon ausgehen, dass Herbert Eichholzer seine Meinung komplett verändert hat und plötzlich ein Anhänger des Nationalsozialismus geworden sei. In dem Prozess, der dann gegen ihn geführt wurde, hatte er eine Verteidigungsstrategie, die an und für sich sehr klug war. Er hat sich nämlich auf den Hitler-Stalin-Pakt berufen. Ja. Nur war sein Pech, dass sich der Prozess so lang hingezogen hat, dass dann der Hitler-Stalin-Pakt also durch den Krieg und so weiter längst also hinfällig geworden ist. Ja. Und er konnte dann seine Verteidigungsstrategie nicht mehr ändern. Ja. 1942 wird Eichholzer schließlich wegen Vorbereitung zum Hochverrat vor dem Volksgerichtshof angeklagt. Im Namen des deutschen Volkes in der Strafsache gegen den Sonderführer Diplom-Ingenieur Herbert Eichholzer, geboren am 31. Januar 1903 in Graz, hat der Volksgerichtshof aufgrund der Hauptverhandlung vom 9. September 1942 für recht erkannt. Der Angeklagte wird wegen Vorbereitung zum Hochverrat, zum Tode und zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf Lebenszeit verurteilt. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Einen Satz von Eichholzer, den er niedergeschrieben hat, kann man im Ohr behalten. Die Saat wird aufgehen. Er war überzeugt, dass sein Engagement auch schließlich dazu führen wird, dass diese Ideale auch von späteren Generationen aufgenommen und verstanden werden. Auch Jahrzehnte nach seinem gewaltsamen Tod gedenkt man des politischen und künstlerischen Erbes Herbert Eichholzers. In Ausstellungen und Veranstaltungen wird der Architekt und Widerstandskämpfer gewürdigt. Viele seiner Bauten sind heute nur mehr in sehr stark veränderter Form erhalten. So auch das Haus Albrecher Leskoschek in Graz. Das Haus bringt die Prinzipien der Moderne zum Ausdruck und gilt als Schlüsselwerk seines Schaffens. Das Gebäude soll bald abgerissen werden. Mit einer Open-House-Veranstaltung möchte das Institut für Architekturtheorie der TU Graz auf die Bedeutung des Hauses hinweisen. Uns geht es dann eben auch darum, einfach darauf aufmerksam zu machen, wie damals gebaut wurde, dass es eben auch eine politische Dimension ganz stark gab zu der Zeit, weil es ja auch ein Haus des Widerstandes war. Also man hat sich hier getroffen, um die Widerstandsgedanken auszutauschen. Und es steht eben auch ganz stark für die Moderne der Zwischenkriegszeit. Wenn wir uns jetzt mit Herbert Eichholzer befassen, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass diese verborgenen Schätze seiner Ideen und Gedanken heute mehr und mehr geschätzt werden und dass gerade in unserer Zeit das soziale Engagement in der Architektur ganz entscheidende Bedeutung gewinnt. Auch aus diesem Grund vergibt die Technische Universität gemeinsam mit der Stadt Graz alle 2 Jahre den Herbert Eichholzer Architekturförderungspreis. Der Preis wird für bemerkenswerte Entwürfe von Architekturstudierenden verliehen. Es geht darum, dass wir damit auch den Studierenden, also den zukünftigen Architekten und Architektinnen, einfach diese Haltung und den Architekten als solches näher bringen, weil das eigentlich für mich die zentrale Aufgabe ist, die wir Studierenden vermitteln müssen, einfach ein Bewusstsein zu entwickeln und auch eine Verantwortung, die wir tragen, wenn wir bauen. Dadurch, dass alle 2 Jahre dieser Architekturpreis ausgelobt wird, besteht immer wieder der Anlass und die Gelegenheit für Architekturstudierende, sich mit sozialen Gedanken in der Architektur auseinanderzusetzen. Und insofern könnte man sagen, dass die Saat, die Eichholzer gelegt hat, auch tatsächlich bis heute Früchte trägt. Totes Leben gibt es nicht. Ewig unveränderlich steht über diesem Leben das Gesetz, nach dem es sich bewegt, das Gesetz vom Werden und Vergehen. Kein Heute ist möglich ohne Gestern, kein Morgen ohne das Heute. Alles,
Alles bewegt sich im ewigen Fluss der Zeit. Nichts, gar nichts steht auch nur einen Atemzug still. Diese ewige Bewegung ist das Leben. Stünde die Bewegung still, stünde das Leben.